Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Wir haben gerade einen Krieg begonnen gegen die Überreste dieser vereinigten Chanarti-Planeten. Das sollte keine große Schwierigkeit darstellen. Allerdings, die Schlacht gegen die Hauptflotte ist noch nicht geschlagen worden. Aber ich denke, wie gesagt, wir sind massiv überlegen. Hier ist nichts mehr an feindlicher Gegenwehr eigentlich zu erwarten. Das sollten wir gleich locker hinkriegen. Vorher aber noch ein paar administrative Sachen, bevor wir sie vergessen. Einmal habe ich gesehen, hier ganz interessant, Mira, dieses System, da gibt es nochmal Betarian und immerhin auch 3 Energie-Credits. Das finde ich ja richtig spannend. Ich glaube, wir können es uns erlauben, einen weiteren Außenposten dorthin zu bauen, um an diese Energie zu kommen. Einfluss haben wir ja genug. Deswegen nehmen wir unser Konstruktionsschiff, das gerade im Erdsystem die Festung gebaut haben. Und fliegen nach Mira für einen Außenposten. Warte mal, das machen wir so. Beobachtungsposten. Außenposten, genau. Bitte bauen und dann können wir... Da haben wir nochmal Platz für ein Betarian-Kraftwerk. Das kann unter Umständen bis zu, boah, ich sag mal, fast 20 Energie irgendwo bringen. Mit Modifikatoren noch. Also das lohnt sich, glaube ich, durchaus. Okay, dann, ja, wir müssen uns nochmal um die Werften kümmern. Aber was ich auch noch machen wollte, unser Forschungsschiff können wir hier schon mal in die Nähe bringen, damit das später die Trümmer hier dieses Mini-Krieges erforschen kann. Wir müssen hier bei den Werften nochmal aktualisieren. Da ist nämlich einiges fertig geworden. Wir werden hier ein Aurelium-Kraftwerk bauen und dann können wir eigentlich schon die ersten Korvetten in Auftrag geben. Hier das gleiche machen wir auch in St. Kasper. Das ist exakt die gleiche Situation. Ebenfalls neue Korvetten. So, jetzt gucken wir mal hier vorbei bei den Zerstörern. Ich glaube, hier ist jetzt schon alles gebaut. Genau, hier haben wir nichts mehr. Das heißt, wir können auch hier, damit wir es nachher nicht vergessen, schon mal Zerstörer in Auftrag geben. Hier ebenso in Harmonia. Ja, auch hier kommt, glaube ich, nichts mehr hin, was wir da hinbauen wollten. Also auch hier Zerstörer. Sehr schön. Gut, dann kommen wir jetzt zu unseren Kreuzerwerften. Hier ist ja alles in Butter. Die haben auch, glaube ich, noch genug zu tun. Bauen wir nochmal einen Kreuzer dazu. Wie sieht es hier aus in Thalia? Da können wir hier, genau, hier können wir weiter bauen. Wir werden eine Kreuzerwerft bauen. Dann will ich hier Besatzungsquartiere bauen, weil das der Ort der Stationierung sein soll. Der Flotte. Und dann können wir auch loslegen und die ersten Kreuze hier schon in Auftrag geben. Kommen wir zur Erde, wo Schlachtschiffe entstehen sollen. Jetzt wollen wir mal gucken. Hier haben wir, glaube ich, alles jetzt frei. Ja, gut. Das heißt, wir bauen jetzt hier eigentlich die Schlachtschiffwerft, die wir brauchen. Und dann möchte ich, glaube ich, auf der Erde hier die Flottenakademie haben. Und dann kann es dann auch losgehen mit den Schlachtschiffen. Die Merknick-Klasse, das ist diese übergroße. Auf verschiedenen, ach so, auf den verschiedenen Modellen beruhende. Können wir, eigentlich dürfen wir davon nur eins bauen, ne? Ja, genau, bauen wir mal eins davon, das ist doch sehr schön. Und dann die normale Donner. Gut, prima. Und jetzt haben wir auch keine Mineralien mehr. Ist doch in Ordnung, dass wir da alles jetzt erstmal ausgegeben haben. Dass die Speicher leer sind, können sie sich wieder anfüllen. Achso, wir wollten ja die Schlacht jetzt sicher beobachten. Ich hoffe, sie fliehen nicht. Nein, sie fliehen nicht. Sie, was, wohin sollen sie auch fliehen? Ihr Reich ist so klein. Und da kommt es zur Schlacht. Wir sind auch die Ersten, die feuern. Sie schicken irgendwie ein paar Jäger oder Bomber aus. Aber das sollten wir hoffentlich problemlos ablocken können. Oh ja. Oh ja. Das sieht gut aus. Ich weiß nicht, ich glaube, wir haben nicht mal eine Korvette verloren bei dieser Schlacht. Gut, dann wollen wir hier bombardieren. Das wäre ja das nächste, was ansteht. Hallo? Genau. Fliegt da mal hin und dann können wir unsere Armee hier reinschicken, unsere Gentruppen, die das ratzfatz hoffentlich erledigen werden.
hohe Befestigung haben sie hier, muss man sagen. Aber ansonsten nur Verteidigungsarmeen und irgendwie eine Roboterarmee. Kein Problem sollte das sein für unsere Gensoldaten. Sie können schon mal in den Orbit fliegen, bis die Bombardierung abgeschlossen ist. Ja, mehr feindliche Flotten erwarte ich eigentlich gar nicht. Insofern war es das jetzt schon mit diesem Krieg, denke ich mal. Wir müssen jetzt nur noch den Hauptplaneten erobern. Vielleicht haben wir dann schon 100%, ich weiß es nicht genau. Da kommen sie. Da kommen sie, die Gensoldaten. Die werden jetzt erstmal einen kleinen Transporter hinuntergeschickt. Aber vorher haben wir hier tatsächlich noch eine... Oh, Grenzreichweite. Das ist natürlich interessant. Mal gucken, was sich hier nochmal verändert dadurch. Erstmal noch eine neue Forschung. Kernsektorsysteme, ist das jetzt gut? Vielleicht nicht schlecht, oder? Vielleicht nicht schlecht. Oder wir machen jetzt mal tiefe Krater weg. Das geht rucki-zucki. Ich hoffe, wir kommen dann nochmal auf die Kernsysteme. Da können wir halt nochmal dieses Thema Energie so ein bisschen optimieren. So, landet mal. Könnt ihr schon landen? Wie sieht's aus? Befestigungen sind unten, ja. Dann bitte runter da. Armee landen. Genau, schauen wir uns das an. General Merktoros mit seiner Klonarmee. Ja, die Garnison. Also quantitativ ist es schon einiges, was sie uns da entgegenwerfen. Und wir nehmen auch recht viel Schaden. Ich hoffe, wir haben uns hier nicht total verkalkuliert. Die Roboterarmeen, die sind auch ziemlich gut. Also die sind uns überlegen. Ach du Schreck. Das läuft aber nicht so, wie ich mir das erhofft hatte. Oh, oh, oh. Müssen wir eventuell unsere Genarmee schon ranziehen? Oh Gott, Leute. Wer hätte das gedacht? Damit habe ich nicht gerechnet. Ah, das ist unsere große Schwäche, muss ich mal sagen. Wir haben zu schwache Armeen. Wir müssen uns zurückziehen. Die sterben hier alle, wie die fliegen. Das funktioniert so nicht. Okay, dann ist, glaube ich, jetzt der Moment gekommen, wo wir unsere Gensoldatenarmee aktivieren werden. Die brauchen wir jetzt leider. Die sind zwar noch nicht... Wir wollten eigentlich eine 12er-Truppe. Aber das müssen wir jetzt einfach mal abwarten. Was wir aber machen könnten, wir können mal unsere Regulatorenflotte einfach mal so ganz platt halbieren. Und mit dieser hier mal in das nächste System fliegen. Planetary invasion failed. Ja, danke für die Information. Also die Imperatorin hat kein gutes Händchen für die Sachen. Merkt man so ein bisschen. Und ihr solltet aber weiter bitte bombardieren. Was machen wir mit ihnen? Construction complete. Tja, ich weiß nicht, vielleicht... Hostile fleet engaged. Okay, was haben wir hier? Ach, Gouverneur. Ah, die hatten wir alle gleichzeitig eingestellt. Deswegen werden die auch gleichzeitig befördert. So, hier können wir ja noch tatsächlich einiges abschießen. Das lohnt sich durchaus. Situation log updated. Situation log updated. Situation log updated. Situation log updated. Okay. Auch mit der halben Flotte ist das kein Problem. Und hier sind sogar zwei Systeme, wie ich sehe. Aber ich würde mal sagen, wir fliegen jetzt erstmal, einfach um hier jeglichen Widerstand zu erledigen, erstmal noch in dieses andere System. Und dann können wir von mir aus noch ein bisschen bombardieren. Wo sind die Gensoldaten? Ja, sie kommen näher. Sie kommen näher. Was war das denn eben noch? So. Oh nein. Die Favosan melden sich. Dreckige Geier, ihr habt euch zum letzten Mal in unserem Raumbereich eingemischt. Zieht euch sofort zurück, sonst werden wir den Schandfleck säubern. So, was wir natürlich jetzt nicht akzeptieren werden, die gesamte Vernichtung der Kolonie, das kennen wir schon. Wir lassen uns nicht herumkommandieren. Ich bin mal gespannt, ob sie diesmal den Krieg erklären. Wenn, dann hätten wir ein Problem. Weil wir in der Tat nicht so richtig darauf vorbereitet sind. Hostile Fleet detected. So, jetzt kommt hier tatsächlich noch eine gegnerische Angriffsarmee. Die will hier was erobern.
Und hier ist auch nicht zu verteidigen, sehe ich gerade. Doch, wir haben hier so ein paar Verteidigungsarmeen. Ja, das sollte möglich sein, das abzuwehren. Eine Armee sollte dann nicht durchkommen. Construction complete. Na, halten die Fafossan still? Research complete. Ich hoffe doch. Wir haben die nächste Technologie. Ah ja, tiefe Krater. Ihr seht, das ging wie erwartet schnell. Was machen wir denn jetzt hier? Tote Welt kolonisieren haben wir, glaube ich, im Moment nicht nötig. Grenzreichweite noch weiter erhöhen. Aber das ist, was ist das denn hier? Ausgewählte Genstämme, das ist eine Richtlinie, die wir aktivieren können. Das erhöht nochmal die Lebensdauer der Anführer und macht sie besser. Allerdings erhöht es auch die Kosten. Die Kosten sind im Moment kein Problem. Deswegen werden wir das tun mit den ausgewählten Genstämmen. Wir haben, glaube ich, auch hier gar keinen General, den sollten wir rekrutieren. Haben wir hier einen guten, was ist er denn? Ein Sesselgeneral, den nehmen wir sicher nicht. Lebensdauer oder Armeeunterhalt. Das ist natürlich super. Den rekrutieren wir, weil diese Gensoldaten sind so teuer im Unterhalt. Aber sie kämpfen, glaube ich, auch hervorragend und bald sollten sie denn doch hier auch im Einsatz sein. Ja. Sie nähern sich. Und wir haben hier noch den letzten Kampf mit irgendwelchen Stationen. Aber auch das ist eigentlich jetzt reine Formsache. Okay. Was wir eigentlich dann auch schon machen könnten, wir könnten unser Forschungsschiff hier schon mal nach Sheet schicken und die Forschungsprojekte hier angehen. Ich denke, Sheet ist absolut ungefährdet. So, ja, obwohl wir die Flotte nur hinbringen, ist auch total Banane. Oh, sie hat jetzt schon zwei hier und fliegt dahin, dann fliegen wir ihr mal entgegen, wenn wir mal die zwei Transporter vielleicht noch killen. So, die Gensoldaten sind im Anflug. Nicht zu verwechseln mit den Klonsoldaten, die so völlig gescheitert waren das letzte Mal, werden diese hier nicht enttäuschen, da bin ich mir sicher. Ja, die anderen sind noch im Orbit. Völlig verletzt. Oh ja, schaut euch das mal an. Das ist ein Riesenunterschied. Sie sind kaum angekratzt und der Gegner schon fast vernichtet. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Eigentlich können wir diese hier nur noch, diese Klonarmee eigentlich nur zur Verteidigung und sowas verwenden. Im Angriff ist das ja wirklich erbärmlich. So! Enemy Planet. Wir haben das System. Wir haben das Hauptsystem des Gegners. Damit haben wir auch die 100%. Also, ja, mit leichten Problemchen werden wir die Vasalisierung jetzt erzwingen. Tja, wir sind zur Kapitulation gezwungen, aber glaub bloß nicht, dass wir jemals vergessen werden, wie herzlos ihr chanachtisches Leben ausgelöscht habt. Das ist genau, was wir von eurer Art erwartet haben. Naja, für uns ist es der bestmögliche Ausgang. Die Sache ist erledigt. Wir haben vasalisiert. Die Invasion ist vorbei. Alles gut. Alles gut. Wir schicken jetzt... Tja, ich weiß nicht so recht. Wir haben hier eine Hauptflotte ja noch. Eine Flotte der Anbitten. 47.000. Wir haben jetzt irgendwas bei 35.000. Würden sie wahrscheinlich erledigen. Werden aber vermutlich auch einige Verluste erleiden. Und mir ist das ein bisschen zu heikel. Gerade mit Blick auf den in jedem Moment auslaufenden Friedensvertrag hier bis September 94, ja, noch ein halbes Jahr. Deswegen werde ich noch nicht ins Anbittengebiet wieder vorstoßen, sondern doch erst nochmal abwarten, bis wir stärker werden, bis wir so vielleicht 50.000, 60.000 haben. Dann sollte das kein Problem sein, hier die Flotte ohne eigene Verluste zu schlagen, weil... Ja, eigene Verluste heißt einfach, wir sind dann schwächer und das ist wiederum ein Anreiz für unsere Gegner, uns anzugreifen. Deswegen machen wir das mal nicht. Also, wir machen jetzt Folgendes. Wir haben hier immer noch unsere... Das sind zwei. Wir schicken mal unsere Gensoldatenarmee. Wie kriege ich die jetzt wieder auseinander? Muss ich hier eine neue Flotte erstellen? Ja, sieht so aus. Aber das hat nicht geklappt. Das mache ich mal in Ruhe. Ist jetzt nicht so entscheidend. Was ich eigentlich machen wollte, ich wollte hier unsere Hauptflotte jetzt zusammenführen. Und zwar in Thalia. Jetzt muss ich bloß nochmal wissen,
vergesse mal, welches System Talia war. Hier haben wir es. Aha. Jadla von, alles klar. Gut, da schicken wir jetzt alle hin. Wobei die sich eigentlich gleich vereinigen kann. Die können wir dann gleich zum Vereinigen schicken. Das ist in Ordnung. Das müssen wir einzeln machen. So, die ebenso. Dann haben wir das auf den Weg gebracht. Gut. Das sind irgendwelche sinnlosen Überreste. Das muss ich jetzt nochmal in Ruhe auseinanderfummeln. Das ist jetzt nicht der Punkt. Das Forschungsschiff arbeitet. Das Konstruktionsschiff hat den Außenposten. Was ist hier los? Ach so, es baut noch. Alles klar. Das andere Konstruktionsschiff fliegt da oben und hat nichts zu tun. Können wir akzeptieren, weil mir fällt auch im Moment nichts ein. Was wir hier noch bauen könnten, wir könnten noch ein paar Forschungsstationen bauen. Aber das macht, glaube ich, auch nicht so viel Sinn. So, damit ist Mira in unserer Hand, sehr schön. Und damit können wir jetzt alles hier ausbauen, die Bergbaustationen. Debris analyzed. Prima. Die nächsten Trümmer sind auch analysiert. Und in Calypso sind jetzt komplett die Gensoldaten fertiggestellt. Sehr schön. Wir können eigentlich die gesamte Transportflotte dann schon mal irgendwie zurückbringen. Ich weiß gar nicht, für die Anbitten brauchen wir sie eigentlich nicht, wenn ich das richtig sehe. Weil dort keine Planeten zu erobern sind. Dieses ganze blaue Gebiet wird dann verschwinden, wenn wir die ganzen Stationen und die gegnerische Flotte erledigt haben. Wir fliegen hier mal so eben durch. Das ist hoffentlich kein Problem, oder? Debris analyzed. Die könnten wir zwar nebenbei erledigen. Gott sei Dank ziehen sie uns nicht rein hier. Bisschen unvorsichtig, was ich hier tue. Aber wir springen einfach nur rein und springen wieder raus. Es geht also. Okay, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Bauen wir auch schon eigentlich unsere ersten... Wie sieht es hier in den Raumhäfen? Tatsächlich, die ersten Korvetten werden hier gebaut. Auch die ersten Zerstörer. Nubia. Ah, hier fehlt Uhrilium. Ich dachte, wir hätten genug. Habe ich mich getäuscht? 7 von 8. Wieso kommt hier kein Uhrilium-Erz an? Debris analyzed. Das verstehe ich nicht ganz. Wir müssten eigentlich ausreichend zur Verfügung haben. Auch in Nubia sollte das dann ankommen. Eigentlich müsste das doch durch die Sektoren verteilt werden. 7 von 8. Und es ist tatsächlich geschehen, Leute. Oh nein. Damit hätte ich jetzt doch ehrlich gesagt nicht gerechnet, dass sie das jetzt durchziehen. Verdammt, die Zeit läuft auch weiter. Das war doof. Sie erklären uns wirklich unmittelbar nach Ende des Friedensschlusses erneut den Krieg. Und sie haben hier irgendwelche absurden Forderungen, die ich mir jetzt nicht im Einzelnen anschauen werde. Gott sei Dank diesmal nur gegen diese 2 bis 3 sind es ja eigentlich, wenn wir den Vasallen mitrechnen, die Jalon-Theokratie. Und diesmal dürfen wir nicht versäumen, eigene Kriegsziele zu stellen, wobei ich fürchte, dass die Sache ganz schön heikel werden wird, könnte ich mir vorstellen. Die sind zusammen, fürchte ich, stärker als wir alleine. Tja, also geht's wieder los, Leute. Es geht wieder los. Wir haben keine Ruhe. Ich gucke sicherheitshalber nochmal, wie lange wir hier Ruhe haben. Wir haben hier bis 99. Das sind 4 Jahre. In diesen 4 Jahren müssen wir das Thema jetzt geklärt haben. Ich hoffe, wir schaffen es. Mal sehen. Sie werden vermutlich erstmal hier hindüsen. Mal gucken. Wir sind jetzt hier ganz weit weg vom Schuss durch diese Aktion. Hier ist unsere Hauptflotte. Inzwischen auf 40.000 angewachsen. Die müssen wir erstmal hier zum Kriegsschauplatz kriegen.
Und dann wollen wir mal sehen, was uns gelingen wird. Die Klonsoldaten, die Gensoldaten, die müssen wir auch noch bringen. Ich denke, die Klonsoldaten, die werden wir jetzt einfach als Verteidigung auf dem Erdsystem lassen, dass das nicht nochmal passiert. Ja, es bleibt spannend, es bleibt kriegerisch, wie sollte es auch anders sein beim grünen Frieden. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, euer Steinwallen.